Wenn ihr mir gestattet, spreche ich euch in der Du-Form an, also mit ihr. Ja? Ihr könnt mich ruhig auch mit Du ansprechen. Ich möchte mich bedanken für die Einladung und meinen Eindruck, den ich habe, nicht nur von dieser letzten Stunde, dank der Gudrun Knorek, sondern auch von der Energie, die ich hier spüre und von dieser Aura, die hier ausgestrahlt wird. Da bin ich wirklich beeindruckt, das meine ich ehrlich. Und man tut sich als Vortragender immer schwerer, als Referent, wie steigt man ein? Ja? Wie schafft man dieses sogenannte Mind-Opening? Weil für den ersten Eindruck gibt es ja bekanntlich keine zweite Chance. Ja? Und da nimmt man in der Regel entweder ein Zitat oder sonst irgendwas. Ich habe mir überlegt, das, was vorhin die Gudrun Knorek uns erzählt hat, hat mich an jemanden erinnert. Das war ein Brite. Der hat in den 30er Jahren nach der großen Depression die Lösung gefunden für die Wirtschaftskrise. Das war der John Maynard Keynes. Vielleicht wird ihn der eine oder der andere kennen. Es gibt ja heute noch keynesianische Investmentbanken oder die nach der keynesianischen Theorie arbeiten. Also der Keynes, nur um das zu erklären, war der, der nach der großen Wirtschaftskrise die Theorie platziert hat, dass es besser ist, so wie es der Kreisky gesagt hat, ein paar Milliarden Schulden zu machen, als ein paar tausend Arbeitslose mehr zu haben. Das heißt, dieses Deficit Spending. Der Keynes war der, der gesagt hat, dass in Grenzbereichen der Staat einspringen muss, aber er ist aufgefallen, und das ist jetzt für mich die Brücke, deswegen habe ich das Zitat, er ist mir jetzt eingefallen, nachdem die Gudrun Knorek vorhin eine Stunde zu euch gesprochen hat. Und der Keynes hat einmal gesagt, nichts ist irrationaler als eine rationale Erklärung in einer irrationalen Welt. Und wenn man sich diese Strohmann-Geschichten da so anhört, dann ist man ja im ersten Moment wirklich verwirrt. Weil was heißt das? Geburtsurkunde, Strohmann, da tut man sich ja schwer. Und mein Themenbereich spielt da deswegen hinein, weil diese Strohmann-Geschichte mit diesen Geburtsurkunden und mit dieser wir sind freier Mensch und das ist nur die Person, hat ja einen historischen Hintergrund. Das ist ja nicht so, dass das zufällig passiert ist, weil der Ausgangspunkt davon ist eigentlich eine Notstandssituation gewesen, die wir im 17. Jahrhundert hatten. Und wir wissen ja, dass nach dem viktorianischen Zeitalter das britische Empire mehr als 20% der gesamten Weltbevölkerung zu dieser Zeit unter seiner Kontrolle gehabt hat. Und damals hatte halt der britische König das Problem, dass er diejenigen, die verstorben sind auf See, in Kämpfen oder durch Epidemien, die wir damals hatten, sei es jetzt die Pest, die Cholera, Typhus oder andere Dinge, dass er nicht mehr erfassen konnte in seinem Register, wer eigentlich noch lebt und wer nicht lebt. Und das hat damals die Leute auf die Idee gebracht, dass sie das ganz simpel lösen. Nämlich insofern, dass sie sagen, naja, jeder, der auf die Welt kommt, erhält eine Geburtsurkunde. Da steht dann ein Name oben, den die Eltern mehr oder minder vorgeben. Ja? Und diese Geburtsurkunde, die wird registriert im Staat. Das war so der erste Schritt, den der britische König damals unternommen hat. Und der Grund war eben der, dass er gesagt hat, na, wenn ich in Zukunft einen Bürger habe, mit dem ich als Behörde eine Amtshandlung durchführe, dann will ich feststellen, ob der jetzt tot ist oder ob der lebt. Und das ist das, was die Gudrun vorhin mit dieser Strohmann-Geschichte erzählt hat. Weil das Empire ist auf die Idee gekommen zu sagen, die Geburtsurkunde ist in Wahrheit ein Totenschein. Und solange niemand kommt und bestätigt, dass er derjenige ist, der da oben steht, ist er tot. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, der bin ich, der Hermann Mayer oder der Günther Schmidt, aha, dann bist du der. Das heißt, man hat im 17. Jahrhundert aus einer Notstandssituation heraus ein bürgerliches Erfassungssystem konstituiert, mit der man ständig immer nur durch die Bestätigung
von der lebenden Person, dass es sich um denjenigen handelt, er also nicht tot ist, mit dem ein Rechtsgeschäft machen konnte. Und natürlich auch auf ihn in irgendeiner Form, so wie es die Gudrun mit der Polizei erlebt hat, Einfluss nehmen konnte, auf seinen Willen, ihn einschüchtern konnte. Also das ist die historische Entstehung. Dieser Act nennt sich Sestui-Quivi-Act. Der erste war im Jahr 1666 und der zweite im Jahr 1707. Und jetzt muss man sich aber die Folgewirkung vorstellen. Und da kommt jetzt meine Geschichte mit den Banks dann hinein. Weil die Epoche, in der wir leben, ist keine Epoche der Pax Americana, also das Zeitalter des Friedens. Die Epoche ist auch keine der Israelis und der Palästinenser. Es ist auch kein Zeitalter der Information oder der Modernisierung oder was auch immer man jetzt da erfinden will, der Systemkonfrontation zwischen den Kommunisten und zwischen den Kapitalisten. Nein. Wir leben seit 250 Jahren in einem Zeitalter, das ich als die Age of Rothschild bezeichnen möchte. Es ist das Zeitalter der Rothschilds. Und da werden einige jetzt natürlich raunen und grinsen und sagen, ja, den Namen haben wir schon einmal gehört. Aber wer weiß, dass der Rothschild die EU gegründet hat? Wer weiß, dass der Euro auf die Idee vom Rothschild zurückzuführen ist? Wer weiß, dass der ganze internationale Währungsfonds vom Rothschild gegründet wurde? Wer weiß, dass die Bank für internationalen Zahlungsausgleich vom Rothschild gegründet wurde? Wer weiß, dass jeder NATO-Generalsekretär seit der Gründung der NATO ein Rothschild-Mann war? Der kann sich ungefähr eine Vorstellung davon machen, in was für einem Zeitalter wir leben. Weil es ist wurscht, ob Sie jetzt einen Lord Carrington oder ob Sie einen jetzt aktuellen Rasmussen hernehmen, einen Dänen. Das sind Leute, die aus einer Rothschild-Gruppe kommen. Diese Rothschild-Gruppe nennt sich in Europa, ist eh recht bekannt, die Bilderberger. Die Bilderberger sind in einem Hotel namens Bilderberg gegründet worden und allein 1955, es gibt Protokolle von diesen Sitzungen, gab es schon die Idee vom Euro und von der EU. Und jetzt raten Sie mal 1957, was dann gegründet worden ist in Rom. Die Europäische Union. Auf Geheiß eines Bankers. Jetzt spielt wieder die Geschichte von der Gudrun Knorek hinein. Weil dieser Banker, dem ist es nämlich gelungen, Beginn des 20. Jahrhunderts, alle unsere Regierungen, inklusive auch der Kirche und diese Institutionen, dazu zu bringen, dass unsere Geburtsurkunden von den Personen, die auf unseren Namen ausgestellt sind, die aber nur Personen sind, als Bürgschaft hinterlegt werden beim Internationalen Währungsfonds und der diese Bürgschaft weitergibt an die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das betrifft über 1,5 Milliarden Menschen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Warum hat man das so gemacht? Ich kann es Ihnen nicht wörtlich sagen, aber der Edward Mandel House war's, der seinerzeit eine Idee gehabt hat, und zwar war das 1914. Und wenn Sie wissen, 1913 ist ja die amerikanische Zentralbank, die wir heute kennen, gegründet worden, die Federal Reserve Bank. Und zwar deswegen, weil der Präsident Woodrow Wilson, der damals Präsident war, auch ein Mann vom Rothschild war. Und Sie werden jetzt lachen, in dieser Zeit ist so viel passiert, kurz vor dem Ersten Weltkrieg und danach, ja, dass man das heute in einem ganz anderen Zusammenhang sieht. Weil beispielsweise in dieser Zeit auch der Rothschild vom britischen Außenminister die Rückgabe von Palästina verlangt hat. 1917 ist diese Rückgabe im sogenannten Balfour Act unterschrieben worden. Das war Lord Arthur Balfour, war damals der britische Außenminister, hat dem Rothschild das Versprechen gegeben, in Palästina zurückzugeben. Unter der Bedingung, dass der Rothschild Amerika in den Ersten Weltkrieg einsteigen lässt. Das hat er dann 1917 gemacht. Weil unter dem Befehl von Woodrow Wilson ist ja dann Amerika 1917 auch in den Ersten Weltkrieg eingetreten. Und dort kommt jetzt dieses Spiel mit diesem Strohmann hinein. Weil von dort weg, von 1913, wo der Rothschild nach ungefähr 50 Jahren Pause
sein neues US-Zentralbankgesetz errichtet hat, es ihm gelungen ist, ein Fundament zu errichten, mit dem er dann später, 30, 40, 50 Jahre später, das haben dann seine Nachfolger und die Söhne gemacht, die UNO gegründet hat, eine Menschenrechtskonvention formulieren hat lassen, eben die NATO gegründet hat, in weiterer Folge dann den Internationalen Währungsfonds, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Also wir haben gar keine Vorstellung, das sind keine Institutionen, die jetzt behördliche Einrichtungen sind, die erfunden worden sind aufgrund der historischen Begebenheiten. Das sind Institutionen, die schon über 100 Jahre vorher geplant waren. Und aus solchen Protokollen von den ersten Bilderberg-Sitzungen weiß man heute, dass der Euro und diese Ideen, die wir heute umgesetzt sehen, damals auch schon geplant wurden. Der springende Punkt mit dieser Strohmann-Geschichte ist allerdings der, dass der Rothschild über 200 Jahre, aber stellen Sie sich Folgendes vor, wenn Sie die Kontrolle haben über die Bank of England, dann haben Sie die Kontrolle über die Geldversorgung eines Weltreichs seit dem 18. Jahrhundert, und das hatte er. Jetzt stellen Sie sich das vor, auf welcher Grundlage er zu Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts eigentlich gearbeitet hat. Weil sein einziges Ziel konnte nur darin bestehen, wieder die Kontrolle über die Geldversorgung in Amerika zu gewinnen. Und da gibt es so interessante Zitate, weil diese Kongressabstimmung, die ist ja so abgelaufen, dass ja zwei Drittel der Kongressabgeordneten gar nicht da waren. Das war eine Abendentscheidung am 23. Dezember des Jahres 1913, wo ja gar niemand mehr da war, weil am Vorweihnachtsabend hat keiner Interesse, so ein Gesetz zu beschließen. Es ist aber beschlossen worden, und der Charles Lindbergh Senior, also der Vater vom damaligen Atlantiküberquerer, hat ja unheimlich gewettert. Und hat gesagt, das ist das größte Verbrechen in der amerikanischen Geschichte. Wir sitzen heute oder stehen heute da, 100 Jahre später, und überlegen, warum sagt er das? Was meint er damit? Ja, da müssen wir weiter zurückblicken. Und wenn wir weiter zurückblicken, kommen wir drauf, dass der Abraham Lincoln diese Konfrontation mit dem Rothschild auch gehabt hatte. Weil der Rothschild hatte, seit er nach Amerika gegangen ist, das war mit Washington und mit Jefferson, zu der Zeit, wo der Alexander Hamilton war sein damaliger Finanzminister, oder mehr oder minder war ein Rothschild-Mann, aber in der ersten Regierung von Washington der Finanzminister für 8 Jahre, war ein Rothschild-Mann. Und der hat dem Rothschild die Möglichkeit gegeben, in Amerika die erste Zentralbank zu sein. Und der Washington und der Jefferson haben schon nach einigen Jahren festgestellt, dass diese Zinsen, die der da verlangt, eigentlich Wucher sind. Und so sind dann auch Aussagen entstanden von einem Jefferson, der das System ja auch dann durchschaut hat, weil man hat es diesen Leuten dann ja auch erklärt, gekommen, dass er gesagt hat, ich wünschte, ich könnte einen Zusatz in der US-Verfassung hineinnehmen, dass keine Regierung in Zukunft sich Geld leihen darf von Banken. Das hat ja einen Grund. Aber wissen Sie, wenn Sie immer im Hintergrund arbeiten und nie vorne stehen, weder auf den Titelblättern, noch in den Medien, noch im Fernsehen, noch bei Fernsehdiskussionen oder sonst irgendwas, aber im Hintergrund auf etwas draufgekommen sind, dann können sie alle unter der Kontrolle halten. Und das geht nun mal nicht grundlos, weil der Rothschild hat seinerzeit ja auch gesagt, erlaubt mir das Recht, die Geldversorgung von einer Nation oder von einer Union zu bekommen, und mir ist egal, wer die Gesetze macht. Es ist auch egal. Der Rothschild ist ja vorhin erst draufgekommen. Er hat gesehen, dass die Staatsfinanzierung, und das hat er den Fuggers abgeschaut, weil das waren seine Vorgänger in Deutschland, ja, die Familie Fugger, er hat gesehen, dass das Bankgeschäft am rentabelsten dann ist, wenn sich Staaten bei ihm verschulden und nicht einzelne Handelsleute, Kaufleute oder Bürger. Den Privatkredit hat es ja damals nicht gegeben. Der ist ja erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufgekommen, der sogenannte Konsumkredit. Kauft eine Waschmaschine oder die neue Einrichtung oder dieses. Vorher gab es ja nur die Staaten. Und der Rothschild ist draufgekommen, dass man, wenn man einen Staat verschuldet und die Regierung dazu verpflichtet, dann kriegt man eigentlich immer das Geld zurück. Und zwar deswegen, weil genau das mit dieser Bürgschaft passiert ist. Und so ist er 1913 auf die Idee gekommen, zu sagen, wir stellen das Geldsystem um von Golddeckung auf Volksbürgschaft. Und von dort weg sind alle Geburtsurkunden
sogenannte Bürgschaften. Und deswegen heißen wir Bürger. Und wir müssen die Staatsschulden, die unsere Regierungen eingehen und unsere Kinder, immer zahlen. Das hat er erkannt. So, nachdem er die Bank of England schon unter Kontrolle gehabt hat, er war auch in China und in anderen Ländern von den Goldminen, die Beers, ich weiß nicht, ob sie DuPont, ist völlig wurscht, welche Konzerne Sie heute anschauen. Im Endeffekt gibt es knapp 150 Konzerne, bei denen darüber eigentlich im Überbau nur mehr die Zentralbanken sind, in die alles Geld zusammenläuft. Und das, was die Frau Knorek oder die Gudrun vorhin erzählt hat, hat eine ganz historische Bedeutung. Nämlich jene, dass am 11. Juli 2013 der Papst Franziskus etwas unterschrieben hat, was der Josef Ratzinger hätte unterschreiben sollen. Es aber nicht mehr dazu gekommen ist. Und das war auch in der Kirche geplant, weil man wollte einen Deutschen haben. Aus historischen Gründen. Und zwar deswegen, weil der Bismarck der Erste war, der seinerzeit mit dem Pius dem IX. Diese Regelung aufheben wollte, dass eigentlich durch die Volksbürgschaft eine Sklavenschaft entsteht. Eine Sklavenschaft gegenüber dem übergeordneten Bankensystem. Das heißt, die Zentralbanken, den ganzen Regierungen, immer wieder neue Schulden eingegangen sind, standen eigentlich immer nur vor der Aufgabe, Krisenherde zu schaffen, damit die Regierungen wieder neue Schulden aufnehmen mussten, um die Rüstung zu finanzieren. Wenn Sie sich das von damals bis heute weg durchrechnen und Sie schauen sich die Budgets an von allen 19 NATO-Mitgliedern, dann hat mehr als die Hälfte vom gesamten Militärbudget trockt das Pentagon. Ja, und das wird bezahlt von der Federal Reserve. Die kriegt dort das Geld her. Warum? Weil immer mehr Staatsanleihen, für die die Bürger bürgen, in die Kasse der Zentralbank fließen. Gold ist ja keine Gelddeckung mehr. Aber das wollte ich jetzt gleich vorlesen, weil es hat ja jemanden gegeben, der diese Idee gehabt hat, und das war der Edward Mandel House, und das war ein Mann vom Rothschild. Und der hat in dem Jahr, also ein Jahr nach dem Beschluss des neuen amerikanischen Zentralbankgesetzes, ein Buch, so wie ich, unter einem Pseudonym veröffentlicht. Und da schreibt er Folgendes. Das hat er dann auch an den Woodrow Wilson geschickt. Da schreibt er Folgendes. Schon bald werden alle Amerikaner verpflichtet sein, ihr biologisches Element, sich und ihre Kinder, in einem nationalen Überwachungssystem registrieren zu lassen, welches auf Basis des alten Pfandsystems funktioniert. Durch diese Methodik können wir die Leute zwingen, sich unserer Agenda zu unterwerfen und zu bürgen für die Deckung unseres Papiergelds zu machen. Anstelle der Golddeckung. Jeder Amerikaner wird gezwungen sein, sich registrieren zu lassen oder aber darunter leiden können, keinen Job zu bekommen und erwerbsfähig zu bleiben. Sie werden unser Pfandbesitz sein. Und wir werden das Pfandrecht an ihnen für immer behalten, durch Anwendung des allgemeinen Handelsrechts unter dem System der abgesicherten Bestandsbewegung. Das geht noch weiter. Jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Was haben die gemacht? Die sind auch aus einer Notsituation überhaupt auf dieses Konzept gekommen. Warum? Weil die ersten Handelsreisenden wie der Marco Polo, der im 15. Jahrhundert von Italien über die Seidenstraßen hinüber nach Asien marschiert ist, der hat das Problem gehabt. Es war ja damals nicht so, dass man sich in den Flieger setzt und in 5 Stunden da ist und dann wieder zurückfliegt. Die Handelsleute hatten damals das Problem, dass in ihrer Abwesenheit, in dem Land, wo sie Handelsbeziehungen eingegangen sind, mussten sie stellvertretende Personen hinterlassen. Das waren dann Firmen. Und so sind juristische Personen entstanden. Und plötzlich gab es dann Aufteilungen in Stiftungen, in natürliche Personen. Wir werden als natürliche Personen bezeichnet und das ist die Urkunde. Sie ist eine Person, aber sie ist kein Mensch. Und aus dieser Not heraus der Handelsleute zusätzlich, jetzt neben der Not, die der britische König gehabt hat, ein System von juristischen Personen zu errichten, hat ihm dazu geführt, dass wir Firmen haben, die entweder den Namen des Eigentümers tragen oder einen fremden Namen.
Also wenn wir heute die größte Investmentbank der Welt hernehmen, wie Goldman Sachs, dann trägt die nicht den Namen ihres Gründers, der war nur ein Mitgründer, der liebe Herr Goldman, aber der Jacob Henry Schiff hat Goldman Sachs gegründet und der Schiff war ein Verwandter vom Rothschild. Das heißt, dieses Konzept, Leute nach vorne zu schieben als Treuhänder, die dann wiederum juristische Personen gründen, die unter einem anderen Namen agieren, das kennen wir von einem Grasser mit seinen Stiftungen und von einem Maischberger mit was war meine Leistung und von die Hochheckers und von diesen ganzen Leuten. Die arbeiten überall nur mit Treuhändern und überall nur mit Stiftungen. Und mit Offshore- und Briefkastenfirmen. Und es kommt noch ein Aspekt dazu. Sie alle wissen, dass wir im Zivilrecht, in einem Zivilrechtsprozess, eigentlich gar nichts sagen dürfen. Wir haben dort nur das Recht zu antworten auf Fragen. Warum? Weil der Anwalt unsere Person vertritt. Unsere Geburtsurkunde. Und das kann nur er. Also, es kommen so merkwürdige Verwicklungen und Verwebungen, die mit diesem Thema zusammenhängen und jetzt einen Höhepunkt gehabt haben vor über einem Jahr. Und das war der 11. Juli 2013, als der Papst Franziskus das gemacht hat, was der Ratzinger hätte machen sollen, nämlich einen apostolischen Brief zu veröffentlichen. Nachdem er dem Ratzinger dann aber einige Mordsdrohungen geschickt hat, musste der aus der Öffentlichkeit verschwinden, zurücktreten. Und der Franziskus hat es dann gemacht. Und dieses apostolische Schreiben, es ist ein sogenanntes Motu Proprio, das nennt man so, weil es aus eigenen Beweggründen erfolgt. Dieses Schreiben, dieses apostolische Schreiben hat mit Wirkung von 1. September 2013 die Immunität aller Richter, aller Gerichte, aller Regierungen, aller Staaten und aller Anwälte auch aufgehoben. Dieses System, das 300 Jahre lang funktioniert hat, wo man die Leute aufgrund ihrer Geburtsurkunde in eine Bürgschaft verwickelt hat, hat die Kirche letztlich mitgetragen. Warum? Weil sie historisch immer auch ein Pfandrecht hatte auf unsere Seele. Das liegt aber weiter zurück. Das geht ins 12. Jahrhundert. Wir müssen uns vorstellen, dass wir auf einem Konstrukt leben und auch unseren Pflichten nachgehen, das eigentlich ein Parallelkonstrukt war, das mit dem, was wir sind und was wir wahrnehmen, relativ wenig zu tun hat. Aber dass wir alle in dem Irrglauben waren, in diesem Konstrukt zu leben und diese Verpflichtungen zu haben, hat dazu geführt, dass wir, und das war für mich interessant, dass die Tanja das vorhin angesprochen hat, hat dazu geführt, dass wir eigentlich heute in einer Pathokratie leben. Was ist eine Pathokratie? Das ist eine Herrschaft von Kranken. Warum? Ja, wer nicht krank wird, wenn er sich die Wortmeldungen der Politiker anhört oder die Kommentare, egal ob es jetzt irgendwelche Präsidenten von Kammern, von Bünden, von Gründen sind, und das ist wurscht, ob sie sich die Merkel, den Rasmussen oder gehen es weiter zurück oder den Schröder anhören oder den Kohl oder den Wranitzky. Es ist egal, welche Partei an der Regierung sitzt, weil die, die dahinter der Regierung sagen, was sie zu tun haben, sind die, die bis nach Brüssel und bis zur Wall Street hinübergehen. Es ist eine Raiffeisen, die einen Spinderlecker und einen Bröll sagt, was er im Interview zu sagen hat. Die haben die Kontrolle. Das heißt, dieses Verhältnis, das wir hier sehen, ist genau so. Jetzt sage ich aber nicht, dass die jetzt deswegen kriminell sind, im Gegenteil. Ich bestaune und bewundere dieses Konstrukt, weil es letztlich auf eine Weltregierung von drei Regionen hinausläuft. Und wir dürfen da nicht Amerika jetzt irgendwie in den Vordergrund stellen, weil der Rothschild hat kein Interesse an Amerika. Der Rothschild hat nur das Interesse an Amerika, indem er es versucht aufzuteilen in einzelne Bundesstaaten. Na, wie macht er das? Indem er den Dollar ruiniert. Das ist Amerika. Dazu gehört aber, weil Amerika hat ja eine amerikanische Union, das ist die NAFTA, mit Kanada und mit Mexiko. Europa hat eine europäische Union und dann haben wir die Pazifische Union. Die Pazifische ist Neuseeland, Australien, die noch dazugehören. Und Hawaii gehört sowieso zu den USA. Das heißt, der Rothschild hat Folgendes vor, diese amerikanische Union mit der europäischen Union zu verschmelzen. Weil diese Krisenherde und diese Destabilisierungen, die da mit dem Euro herbeigerufen werden, sind ja auch letztlich
auf diese Gruppe zurückzuführen. Weil die sind im Juni 2010, hat die Bilderberger Sitzung in Athen stattgefunden und im September haben die Griechen dann bekannt gegeben, dass sie pleite sind. Also es hat alles irgendwo einen Zusammenhang. Und dieser Zusammenhang besteht darin, dass es eben diesen Herrschaften gelungen ist, ein System zu installieren, dass unsere Politiker und unsere Regierungen, denen wir vertrauen, denen wir zuhören, die wir wählen, die wir gutheißen, uns vor laufenden Kameras zum Narren halten, indem sie uns in die Bürgschaft hinein theatern, ohne uns zu sagen, dass wir eigentlich eine freie Wahl hätten, ob wir dazu stehen oder nicht stehen. Und deswegen gibt es auch viele Freemans oder Souveräne, die aus diesem Grund eben keine Steuern mehr bezahlen, so wie es der Joe Kreisel vorhin erzählt hat. Also man muss sich vorstellen, dass Details über diese historische Entwicklung seit dem 18. Jahrhundert, warum das so ist, ja, können Sie im zweiten und im dritten Teil von Bankster Club nachlesen. Aber den Rothschilds ist es gelungen, über Generationen bis zum heutigen Tage immer mehr Nationen unter ihre Kontrolle zu bringen, indem sie in Schulden hineintheatern. Und daran erkennen wir das Geschäftsmodell einer Bank. Das Geschäftsmodell einer Bank besteht darin, Kredite zu vergeben, weil wenn sie die nicht vergeben würde, hätte sie ja keine Einnahmequelle. Zinseinnahmen sind ja ihre Haupterlösquelle. Das bedeutet, das Geschäftsmodell einer Zentralbank besteht darin, Staaten in immer mehr Schulden zu treiben. Jetzt frage ich euch, schaut euch die Schuldenentwicklung, die Staatsschuldenentwicklung an. Haben wir in den letzten 70 Jahren, seit dem Zweiten Weltkrieg, wie viele Perioden hatten wir, wo wir ein Budgetdefizit erwirtschaftet haben? Okay, jetzt hören wir aber seit Jahrzehnten und seit Jahren Erklärungen, aber wir werden schon schaffen und nächstes Jahr und die Nulldefizit und das Nulldefizit-Mantra, völlig wurscht. Es geht nicht. Nur wissen Sie, wenn man über Jahre und Jahrzehnte in diesem Glauben gehalten wird und unsere Kinder wachsen jetzt auf und leben eigentlich schon mit dem, dass sie Schulden zahlen müssten. Also die kommen mit 30.000 Euro Schulden auf die Welt. Ja? Dann müssen wir uns, ja, es ist ja so pro Kopf, nicht? Dann müssen wir uns die Frage stellen, na, wie dumm sind wir? Wie dumm bin ich, dass ich das so widerspruchslos anerkenne und mich dem unterwerfe? Und wie dumm bin ich, wenn ich eigentlich drauf komme, dass diese kleine Gruppe, wo die NATO drinnen steckt, und das ist alles auf die Rothschild zurückzuführen, weil die Rothschild haben auch den Roundtable gegründet, und dieser Roundtable war ja die Mutterorganisation von den Bilderbergern, und unter den Bilderbergern haben es dann die Freimaurer. Und wer weiß, dass der Rothschild im Jahr 1770 in Bayern ja auch die Illuminati mit den damals neuen Freimaurern gegründet hat, der weiß auch, dass die Freimaurer nichts anderes sind als eine Suborganisation der Bilderberger, wo halt unsere Landeshauptleute, Anwälte, Vorstände, Manager oder sonst irgendwelche Leute drinnen sitzen, die auch dieses Konstrukt großteils kennen oder kennen müssen, sage ich jetzt einmal, und deswegen wandern ja so wenige von denen vor den Kadi, und B, dass sie uns letztlich in einen anderen Glauben versetzen, weil es ist wurscht, ob der schwarz oder rot ist, es gibt eine große Partei, und das ist die Rothschild-Partei, und die ist übergeordnet über 30 oder 40 Nationen, weil die versorgt uns mit Geld, seit über 250 Jahren. Und sich das vorzustellen, ist ja, tut weh, aber man ist erstaunt. Und man muss dieses Konstrukt bewundern, weil so viele Menschen über so viele Generationen zum Narren zu halten, muss wehtun. Ich wollte euch ein paar Zeitungsartikel zeigen, ja, die vielleicht da ganz gut thematisch hinpassen. Frankfurter Allgemeine, der Krieg der Banken gegen das Volk. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich nehme jetzt nur die Headlines. Der Anführer von 500 Millionen Bürgern sagt, wenn es ernst wird, muss man lügen. Es sind aber noch mehr ehrlich, schau, es sind noch mehr ehrlich, da schaue ich nachher zurück, na, die lasse ich jetzt weg, die liebe Verfechter, die Budget Fiction, schau, die sind auch ehrlich, die Frau Lagarde, ja? Ist ja auch Rothschild Lady, die ist auch ehrlich, die können dann nachher sagen, na, wir haben die Bürger eh gewarnt, aber wir alle wissen, dass wenn wir morgen alle vor der Bank stehen und das Geld haben wollen, wir es nicht kriegen, das wissen wir auch,
Also müssen wir uns die Frage stellen, was haben die dahinter zu verbergen? Aber ich wollte da noch was vorher zeigen, nämlich das. Das ist ja eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen, die der Rothschild ja gemacht hat, weil er festgestellt hat, dass eigentlich seine ganze Finanzierungspolitik von den Großmächten Europas und dann von Amerika immer dazu geführt hat, dass die Staaten alle irgendwann einmal pleite sind. Nicht? Und wir haben ja das Aufblühen des Faschismus ist ja auch darauf zurückzuführen gewesen, weil die Menschen einfach in den 20er Jahren verarmt waren und nur mehr Schulden für den Ersten Weltkrieg bezahlen mussten. Ja? Und wer weiß, dass die Verträge, egal ob von Saint-Germain oder von Versailles, dass die Rothschild-Leute eingefädelt haben, der kann sich natürlich auch eine Vorstellung davon machen. Weil die Schulden sind ja geblieben und die Deutschen haben ja ihre Schulden aus dem Ersten Weltkrieg ja über 60 Jahre hätte es ursprünglich dauern sollen, aber es hat dann bis 1989 oder ich glaube sogar länger dauert. Oder der kann sich eine Vorstellung davon machen, dass wir eigentlich tatsächlich in einer Sklavenschaft sind, in einer Bürgschaft, weil wir müssen arbeiten, wir haben nämlich gar keine Alternative zu sagen, ich will aus dem System austreten, wo ich Geld verdienen muss. Ich möchte ein anderes Leben leben, wo ich nicht Geld verdienen muss. Weil dem Rothschild ist es ja dann auch gelungen zu sagen, wir machen Pfründe, Wirtschaftskammern, die nehmen uns dann die Kammerumlohn weg. Ja? Die anderen nehmen uns das weg für den Müll, die nehmen uns das weg für die Steuer, die nehmen uns das weg für Gewerbe. Also es sind überall Institutionen, die uns belagern. Und wir werden überall nur bedroht. Mit Strafzahlungen, mit Gebührenzahlungen, mit Erhöhungen, mit Inflation. Das heißt, ich verstehe die Tanja, dass sie sagt, oder dass sie auch vermeint, dort ist eine größere Nachfrage in Zukunft, weil es Leute geben wird, die da irgendwann einmal depressiv werden. Die ein Burnout haben, die den Stress nicht mehr ertragen können, aber nicht erklären können, warum das so ist. Es ist deswegen so, weil wir als Bürger in der Bürgschaft stehen, mit unserer Geburtsurkunde. Und das hat der Papst voriges Jahr aufgehoben, indem er die Immunität dieser Leute aufgehoben hat. Durch seinen apostolischen Brief. Was war die Reaktion? Was glaubt's? Am 1. September, wo dieses Gesetz in Kraft getreten ist, nach dem kanonischen Recht, weil er hat ja auch die Kurie zum Teil aufgelöst, was hat der Ben Bernanke gemacht, der Chef von der amerikanischen Zentralbank? Seinen Rücktritt bekannt gegeben. Also, da bestehen Zusammenhänge. Nur ist diese Konfrontation zwischen der Kirche, also zwischen dem Vatikan und zwischen den Rothschilds, die geht ja weit zurück. Und warum der Franziskus auch beschlossen hat, die IOR, also die Vatikanbank, Institutione di Operazione alla Religione, glaube ich so. Ja, sie heißt so. Tatsächlich. IOR ist die Vatikanbank. Aufzulösen hat einen ganz simplen Grund. Die Vatikangeschäfte hat seit dem Jahr 1832 der Rothschild gemacht. Also, ohne dass wir es wissen, vor den Augen der Öffentlichkeit hat unser Papst ein Dekret unterschrieben, nicht versiegelt, ein Dekret unterschrieben, das in jeder Zeitung stehen müsste. Das tut es aber deswegen nicht, weil der Jacob Schiff, also der Schwager vom Rothschild zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ja auch die Idee gehabt hat mit dem John Piemont Morgan, ja, die JP Morgan Investmentbank zu gründen. Und die JP Morgan Investmentbank hat eine andere Aufgabe gehabt als die Goldman Sachs. Weil die Goldman Sachs hat die Aufgabe gehabt, die Zentralbank, die Europäische Zentralbank zu gründen. Deswegen ist jeder Zentralbankdirektor in der EZB, kommt von der Goldman Sachs. Ja? Die JP Morgan hat eine andere Aufgabe gehabt. Die hat die Aufgabe gehabt, mit dem gedruckten Geld vom Rothschild alle großen Medien aufzukaufen, um eine Reichweite von mindestens, da haben Studien gemacht, von mindestens 78-82% zu erhalten. Das bedeutet, wenn ich so ein Modell aufbaue, muss ich natürlich auch die Medien unter meiner Kontrolle haben, mit der ich die Masse entsprechend informiere oder nicht informiere. Und die JP Morgan hatte nur eine Aufgabe, von der Washington Post über die Times angefangen, die ganzen großen amerikanischen Medien zu kaufen und in weiterer Aufgabe dann in Europa den Spiegel zu errichten, weil der Spiegel wird ja heute im Endeffekt geleitet von der CIA, die Bild-Zeitung und alle diese Boulevardzeitungen zu errichten, um eine Masse ständig in einem Glauben zu halten. Ja? Das ist ja faszinierend. Und es ist deswegen faszinierend, weil er draufgekommen ist, dass dadurch, dass die Staaten alle insolvent werden und irgendwann einmal
aufgeben, weil du den Kampf gegen den Zins nicht gewinnen kannst. Das funktioniert nicht. Also zu glauben, dass man einen Kredit über mehrere Generationen mit Zinsen abzahlen kann auf Dauer, ist völliger Humbug. Weil Sie müssten sich ungefähr vorstellen, wenn ich Ihnen jetzt eine Tomatenpflanze, einen Keim gebe und sage, ich gebe dir nur eine Fläche von Hausnummer, sagen wir 20 Quadratzentimetern, wo du diese Pflanze anpflanzen kannst, dann müsste ich von Ihnen verlangen können, dass Sie in 100 Jahren aus dieser Fläche mit Ihrer einen Pflanze ungefähr 2 Tonnen Tomaten in einem Jahr ernten müssten, um den Zinseffekt aus dieser geringen Fläche abdecken zu können. Das geht nicht. Und weil er draufgekommen ist, dass die Staaten deswegen alle in Insolvenz gegangen sind, hat er sich Folgendes gedacht. Naja, am Staat kann ich nichts wegnehmen, den kann ich nicht pfänden. Da kann ich nicht einmarschieren mit meinem Militär, weil dann ist Krieg. Das bedeutet, ich muss die Staaten in Republiken und diese Republiken in Firmen umwandeln. Und dann passieren solche Sachen, dass in den 90er Jahren in ganz Europa, im Zuge dieser Globalisierungswelle und diesen ersten Privatisierungsschub, wenn Sie sich erinnern, die 90er Jahre, die Telekom hat man privatisiert bei uns, die Post hat man privatisiert, dann die Föst, ist an die Börse gegangen, die verstaatlicht ist, aufgelöst worden. Diese Privatisierungswelle hat dann dazu geführt, dass man sogenannte Sell-and-Lease-Back-Verträge macht. Das sind tausendseitige Verträge. Tausendseitige Verträge von großen amerikanischen Konzernen. Da haben unsere Gemeinden begonnen, und zwar alle. Unsere Liegenschaften, unsere U-Bahnen, unsere Universitäten, unsere Schulen, die öffentlichen Einrichtungen zu verkaufen und dann zurückzuleasen. Das haben sie auch deswegen gemacht, damit sie sich eine Umsatzsteuer holen können oder eine Vorsteuer. Ja? Und das hat man in jeder österreichischen Gemeinde gemacht und auch in jeder europäischen, in den deutschen. Das war ein Privatisierungsprozess, der sich vom Rothschild ausgedacht worden ist, weil er sich gesagt hat, na, wie bringe ich das Betriebsvermögen eines Unternehmens unter meine Kontrolle? So entstanden solche Verträge. Ich weiß, ich erzähle euch das jetzt so locker und so leicht runter. Es versetzt dann vielleicht ein bisschen Schrecken, wenn man sich ja vorstellt, na, welche Vorsätze haben denn diese Menschen? Naja, ich will ja nicht sagen, dass der uns alle umbringen will. Ja? Aber ich will nur sagen, der will uns einfach, der will uns das Recht aufs Leben geben, aber nur unter der Bedingung, wenn wir in seinem Geldsystem arbeiten. Und deswegen steuern wir jetzt auf das Chip-Zeitalter zu, weil dann können wir nicht mehr flüchten. Dann müssen wir nach Russland oder irgendwo anders hin, wo es dieses Chip-System nicht gibt. Also diesen Hintergedanken, dass aus der Erfahrung mit 230 Staatsinsolvenzen das Beste ist, aus den Republiken, aus den Nationen Unternehmen zu machen, wo man dort das Betriebsvermögen dann einverleibt, führt dazu, dass das gesamte Besitz, auch Land, weil was steht in dem TIP-Vertrag drinnen? Dort soll ja das Wasser privatisiert werden. Und dann soll es sogar so eingerichtet werden, dass wenn ein amerikanischer Konzern wie Monsanto, ja, wenn er nicht das Recht bekommt, in unserem Land seine Produkte zu vertreiben, dass das dann plötzlich auf ein Schiedsgericht übertragen wird, ja, welche Leute werden dort sitzen? Also, was wir erleben, ist seit Jahrzehnten ein Theater, das darauf hinausläuft, dass unsere Nationen zusammengeführt werden sollen, ein Wirtschaftsraum, eine Währung, eine Weltregierung und eine Weltpolizei. Fragen Sie Polizisten, die heute in Italien oder in Griechenland oder irgendwo diese Kurse besuchen, unsere inländischen, unsere österreichischen Polizisten, diese Kurse besuchen von diesen Europol-Gruppen und von diesen internationalen Polizeigruppen, das hat einen ganz simplen Zweck. Weil unsere Leute werden dann in Griechenland, in Italien oder in Dänemark eingesetzt und deren Leute werden bei uns eingesetzt, wenn die Bürger auf die Straße gehen. Der hat ja keinen Kontakt zu uns, der spricht nicht unsere Sprache. Das ist kein Nachbar. Da haben wir, also wir werden weniger Aussichten haben auf die Erlebnisse, wenn wir sagen, wir wollen das nicht mehr, wie wir es in Ägypten gehabt haben, wo die Leute auf den Straßen mit den Generälen, mit den Offizieren verhandelt haben und die dann plötzlich Menschlichkeit entwickelt haben. Also diese Weltregierung, die da aufgebaut wird, hat diese Ursache. Und das Konzept ist recht simpel. Und deswegen haben wir heute Staaten als Firmen, Gerichte als Firmen, Polizeien als Firmen, die letztlich in Zukunft nichts mehr anderes zu tun haben, als über Strafen und über Gebühren sich selbst zu refinanzieren. Und der Staat genauso.
Allerdings, wir bürgen für den Staat und unsere Geburtsurkunde liegt dafür beim Internationalen Währungsfonds und der hat die Bürgschaft dafür der Bank für internationalen Zahlungsausgleich gegeben. Also so funktioniert das. Und deswegen werden wir immer in Verschuldungen hineintheatert. Und deswegen wird uns ein Brödel nie die Wahrheit darüber sagen, warum. So, aber schauen wir uns da ein bisschen weiter, weil diese Lagarde ist ja sowieso eine ganz lustige, weil gegen die laufen ja auch Ermittlungen wegen Beihilfe zur Fälschung und Beihilfe zur Veruntreuung öffentlicher Gelder. Also ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt her ist, seit wir in Salzburg damals mit der ehemaligen Landeshauptfrau, die dann zurücktreten musste, das Theater gehabt haben. Ist ja ein paar Jahre her, wo waren ja 300 oder 400 Millionen, die da verzockt worden sind über irgendwelche Terminkontrakte, glaube ich. Nicht? Ich meine, wir haben dieses Problem in jedem Bundesland. Das brauche ich Ihnen eh nicht weiter erzählen. Und das hat auch Gründe, weil es sind öffentliche Gelder und es ist Geld des Volkes. Und alles, was das Volk nicht hat, macht das Volk schwächer. Das ist das Konzept von einem Rothschild. Also wenn wir diese Sachen so lesen, wie der deutsche Bankchef warnt, viele deutsche Sparer werden Vermögen verlieren, dann muss man sich die Frage stellen, warum macht er das? Auf der einen Seite ist er dadurch von der Haftung her draußen. Weil dieser apostolische Brief vom Papst hat ja Folgendes zur Konsequenz gehabt, rein juristisch. Dass jeder Richter, jeder Polizist, jeder Manager, jeder Zentralbanker und jedes Regierungsmitglied in Zukunft privat und persönlich haftet für Entscheidungen und für Fehler oder für Unterlassungen, die er tätigt. Deren Immunität ist aufgehoben worden. Wir leben in einer epochalen Zeit. Ohne es zu begreifen, weil die Medien haben das ja nicht verbreitet, was der Herr Franziskus gemacht hat. Und man diskutiert ja schon darüber, warum man es nicht verbreitet. Aber das liegt ja daran, weil ja letztlich die Banker oder der Bankster-Club unsere Medien unter Kontrolle hat. Ich werde es dann nachher zeigen. So, das ist eh bekannt, weil das war ja der Artikel, den ich seinerzeit dem Herrn Spindelecker im Puls4-Studio vorgehalten habe und von ihm dann zur Antwort bekommen habe, er hat es den Leuten nicht gesagt. Und auf meine Frage, wie sie reagieren sollten, wenn ihr euch erinnert, hat er dann damals geantwortet, das weiß er nicht. Weil, dass eine EZB, und das müsst ihr euch das auch vorstellen, am 25. oder am 26. Mai haben wir die EU-Wahl gehabt. Und ein paar Tage später, in der gleichen Woche, kommt der Herr Draghi auf die Idee, das zu veröffentlichen. In seinem Finanzstabilitätsbericht. Ja, warum macht er das nicht vorher? Also man muss sich das alles genau anschauen, in welcher Zeitabfolge was passiert. Und dann stellt man plötzlich Zusammenhänge fest, die man eigentlich gar nicht glauben will. So, das war erst vor einem Monat oder vor eineinhalb Monat. Na, 27.08. Das sind unsere Minister. Das heißt, wir haben nicht nur in Österreich das Phänomen, dass von einem Ranitzky über einen Lazina angefangen, eigentlich alle, nur mehr als die Banken, die Finanzminister stellen. Und der Herr Schelling kommt ja von den Volksbanken, und zwar deswegen, weil man die Volksbanken jetzt retten muss, weil sie einen Stresstest nicht da blasen haben. Das hat man schon vorher gewusst. Also es ergibt ja alles einen Sinn. Es werden immer mehr Banker, die in unsere Regierungspositionen hineinkommen und die dürfen wir dann wählen. Aber es ist wurscht, ob der schwarz, rot oder blau ist. Es sind alle unter der Kontrolle von denen, die hinten stehen. Das ist ja sowieso einer der größten Vorschläge gewesen. Ne? Es ist ja interessant, weil in so einer Phase, in der wir derzeit stecken, man hat ja festgestellt, das ist auch ein Phänomen, dass seit der Krise, seit dem Ausbruch der Krise und Lehman brauchen wir jetzt nicht, ich glaube, muss ich die Zusammenhänge erklären, weil die Lehman-Brüder waren auch Gründer der amerikanischen Zentralbank. Oder ob Sie das wissen. Ja? Das hat natürlich auch eine Historie, warum gerade Lehman Brothers sterben musste. Aber Lehman musste sterben. Man kann nicht hergehen und sagen, wir hatten das Geld nicht. Weil der Hank Paulson oder der Henry Paulson, der damals Finanzminister unter dem Bush war, als diese Finanzkrise ausgebrochen ist, der kam ja von Goldman Sachs. Nicht? Hat vorher Fannie Mae, Freddie Mac gerettet, Lehman hat er fallen lassen und einen Tag später rettet er die AIG mit knapp 180 Milliarden. Also es soll mir keiner sagen, dass Lehman Brothers hätte fallen müssen. Sie sind gefallen, weil das Abschreckungspotenzial von einem Big Player ein ganz anderes ist. Man versetzt die Leute in Angst, den Markt in Unruhe. Das ist immer so. Sie verdienen als Zentralbanken immer nur dann Geld, wenn die Leute viel Geld brauchen, um Schäden zu beseitigen.
Und wenn sie Staaten haben, dann müssen die Staaten eben die Schäden beseitigen. Man muss sich dieses Konzept und dieses Geschäftsmodell wirklich einmal vor Augen führen. Es wundert also nicht, dass es Leute gibt, die dann fordern, und das sind ja mittlerweile viele, Hunderte. Der Professor Hörmann ist zwar nicht der, der das so fordert, aber er hat nämlich noch etwas mehr dazu, wenn ihr ihn kennt. Er hat ja auch die Lösung. Und deswegen ist das besonders interessant. Aber um das jetzt vielleicht zusammenzufassen, wie dieser Bankster Club funktioniert, der die Medien unter seiner Kontrolle hat, führt dazu, dass wir noch einen weiteren Aspekt ansprechen müssen. Weil diese Bilderberger, was machen die? Oder sagen wir mal so, was hat der Rothschild gemacht? Gemeinsam mit dem Rockefeller, mit dem Carnegie, wie die alle heißen. Na, die gründen stiften Universitäten. Ja? Wenn sie Universitäten wie eine LSE, also eine London School of Economics, oder eine Harvard, oder was auch immer, stiften, was können sie dann machen? Sie können dort die Leute hineinschicken mit Stipendien, die besten Leute, die werden dort ausgebildet, auf mein Programm eingeschworen, und die schicke ich dann nach Goldman Sachs, zu JP Morgan, zur Washington Post, zur New York Times, und dort sitzen sie dann drinnen. So funktioniert das. Aber das Problem ist, wir haben dort auch Staatsanwälte und Richter. Die laufen auch durch diese Universitäten. Und dann passieren Dinge, wo sie sich fragen, ja, merkwürdig, das ist was ein Muster. Das ist ein Muster. Ich will ein Beispiel sagen. Weil das vorhin, es ist heute, na genau, die Frau, die Isabella Heiderpartei vom Kreditopferverband hat das vorhin erwähnt. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen wieder einige Fälle auf den Tisch bekommen, wo ich immer dasselbe Muster gesehen habe und in einem Fall sogar einen Kommentar vom Richter, der zuständig war dafür. Und zwar hat das die Raiffeisen betroffen. Da geht es um Mittelstandsbetriebe, egal ob die jetzt 100, 200 oder 500 Beschäftigte haben, die entweder kurz nach einem Management-Buyout waren, das heißt also, dass dort Führungskräfte sich eingekauft haben, das Unternehmen übernommen haben und sich über die Bank neu refinanziert haben. Meistens ist das mit einer Unternehmensreorganisation verbunden, also mit einem Turnaround. Und wenn ich den abgewickelt habe, dann kommt die Bank her und sagt, super, ihr habt uns jetzt eigentlich den Betrieb saniert, den schluckt man jetzt. Und wissen Sie, was da gemacht wird? Da werden zuerst Tochtergesellschaften gegründet, die heißen so ähnlich. Und zwei, drei Wochen später wird dann der Konkursantrag gegen das Unternehmen gestellt, in dem Kredite fälliggestellt werden. Wenn dieses Konkursverfahren abgewickelt wird, wird es geschluckt durch eine Firma, die vorher gegründet worden ist. Von der Bank, die den Konkursantrag gestellt hat. Dieses Muster habe ich jetzt mehrfach beobachtet. Und ich muss feststellen, dass das Vorgangsweisen sind, die ich mit einer gezielten Enteignung vergleiche. Was stellt euch das bitte vor? Nehmen wir alle Kredite her, die alle österreichischen Banken jetzt bei uns haben, und morgen führt die EZB ein neues Evaluierungsverfahren ein, wo sagt, eure Kredite, die nur ausständig sind, strenger bewerten, und die Banken müssten die Hälfte aller Kredite fälligstellen. Und wir würden von keiner anderen mehr einen bekommen. Was würde dann passieren? Sie hätten Pfandrechte und könnten unseren ganzen Besitz einverleiben. Und wenn man jetzt dann noch drauf kommt, dass dieser Kredit, den sie uns gegeben haben, eigentlich nur Buchgeld war, also Schiralgeld, was ich mittlerweile auch schon, was ja bewiesen worden ist, weil deswegen fordern ja diese Professoren die Einstellung der Geldschöpfung, dann kommt man drauf, dass die eigentlich mit Luft die Bürger dazu gebracht haben, 20 Jahre zu arbeiten und ihr Haus abzubezahlen. Mit nichts. Ohne Golddeckung, ohne Wert, ohne irgendwas. Ja, da fragt man sich schon, ob der Rothschild ein Genie ist oder nicht. Es ist. Nein, ich will es. Es ist ja auch interessant, was ja auch die wenigsten wissen: der Davidstern auf der israelischen Fahne ist ja das Hausschild vom Rothschild gewesen. Das war ein roter, eigentlich nennt man es Hexagramm, ein roter Davidstern, deswegen heißt er dann auch Rothschild, weil vorher hat er ja Bauer geheißen. Ich bin ja auch bekannt dafür, dass ich meinen Namen so gerne ändere. Vielleicht löse ich das einmal auf, warum ich das mache. Weil dieses Spielchen mit diesem Strohmann, das kann man ja auch umgekehrt spielen.
Ich war jetzt stehen geblieben bei diesem, genau beim Davidstern. Ist ja auf dem Rothschild sein Mist gewachsen, dass der auf die Flagge kommt von der israelischen Nation. Ist ja sein Hauszeichen gewesen. Deswegen ist Israel auch mehr oder minder seine, sagen wir mal so, Heimat. Ja, eigentlich sein Hausstaat. Ja. Und die Mossad gehört auch ihm. Also, glauben Sie es mir, es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Man weiß genau, warum der Kennedy gestorben ist. Und man weiß genau, wer das eingefädelt hat. Man weiß auch, warum der Lincoln gestorben ist. Der Andrew Garfield war der nächste, 1881, der ist auch durch ein Attentat gestorben, weil er dasselbe vorhatte. Gegen Andrew Jackson, der erste war, 1836, der Amerika schuldenfrei gemacht hat, weil er alle Schulden an den Rothschild zurückbezahlt hat, von mehreren Mordanschlägen gemacht wurden. Und wenn es an John Lennon hören, was er in Imagine singt, dann können Sie verstehen, warum er solche Leute für solche Lieder umbringt. Michael Jackson, detto. Aber lassen wir das jetzt einmal weg, weil das würde zu weit gehen. Die Medien, die Politik und die Justiz unter Kontrolle zu haben, bedeutet, dass ich dieses Strohmannspiel mit der Justiz spielen kann und gleichzeitig mit der Justiz aber auch verhindern kann, dass die Leute in den Bankmanagement-Ebenen verfolgt werden. Weil Raiffeisen wird für das nicht verfolgt. Ich stand vor 3 Monaten im Landesgericht für Strafsachen in Graz bei einem Richter durch Zufall, weil mich ein Bekannter angerufen hat, der mir gesagt hat, du, der möchte mit dir reden, weil der braucht ein paar Insider-Informationen über Briefkastentransaktionen. Und der hat gerade einen Fall in einer Hauptverhandlung, wo er da ein paar Inputs braucht. Und ich war zufällig dort im Haus, weil ich was zu tun gehabt habe, und bin dann zu ihm, weil ich ihn am Gang gesehen habe. Und wir kennen uns, also man kennt mich und ich kenne ihn. Wir sind dann so ins Gespräch gekommen und er hat mich dann reingeholt ins Büro und hat mir gesagt, ja, er hat diesen Fall gehabt, hat ihn jetzt aber schon abgeschlossen, aber was ihn wundert ist, warum der ganze Aufsichtsrat und warum der Vorstand noch nicht da ist. Dann sage ich zu ihm, warum? Ja, aber der müsste da sein und er wartet, aber er ist zu allem bereit, aber wenn die Staatsanwaltschaft nichts macht, dann macht sie nichts. Jetzt kriege ich dann aber ein paar Tage später von einer Akademikerin eine Sachverhaltsdarstellung hereingespielt über ca. 15 Seiten, gerichtet an den Bundeskanzler, Finanzminister, Wirtschaftsminister, Bundespräsidenten. Unglaublicher Fall, Raiffeisen, Geldwäsche, wo die gleiche Staatsanwaltschaft entschieden hat, dass der nicht verfolgt wird. Und ich entdecke dann plötzlich, dass diese Staatsanwaltschaft auch in anderen Fällen Bankmanager nicht verfolgt. Das wird niedergelegt und niedergeschlagen. Und im gleichen Zeitraum kriege ich einen Brief von einem ehemaligen Ermittler aus dem BMI, der dort 15 Jahre tätig war und die Aufgabe gehabt hat in der Hypo, in einer Sondereinrichtung, Sonderorganisation, nachdem sie verstaatlicht worden ist, war ja die Finanzprokuratur zuständig dafür. Und die Finanzprokuratur, das ist damals in den Verträgen ausbedungen worden, hatte die Aufgabe, zurückzuverfolgen, wo eigentlich die Milliarden hin sind. Und der schreibt mir im Juli oder im August ein langes E-Mail, wo er sich unbedingt mit mir treffen möchte und über ein Problem sprechen möchte. Und ich habe ihn gefragt, was das für ein Problem war. Wir haben uns dann auch getroffen, 2-mal. Und er hat gesagt, er versteht es nicht, er hat 80 Anzeigen gemacht. Die Medien verbreiten es nicht, und zwar gegen sehr prominente Leute. Und die Staatsanwaltschaft hat er gesagt, tut nichts weiter. Also sehe ich, und dieses Phänomen ist aber nicht nur in Österreich, dieses Phänomen haben sie in Deutschland. Nur in Deutschland haben sie das in einer 10-fachen Größenordnung. Dieses Phänomen haben sie in anderen Ländern auch. Das heißt, dieses Konzept vom Rothschild ist völlig nationenunabhängig, völlig volksunabhängig, rassenunabhängig, es hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist ein System, das auf eine Weltregierung ausgerichtet ist, wo es darum geht, die wichtigsten Apparate in einem Staat unter der Kontrolle zu haben. Das ist das ganz Entscheidende. Sonst hätte ihm das nicht so gelingen können. So, und da haben sie ein Beispiel mit der Raiffeisen Niederösterreich. Über welche Zeitungsverlage, Kurier, Printmedien, völlig wurscht, auch an der APA, die Austria-Presseagentur, die Raiffeisen beteiligt ist. Ja, deswegen lesen sie auch Geschichten über die Raiffeisen sehr selten. Und wenn sie es lesen, sind sie nicht unbedingt so negativ, dass man sich die Sorgen macht, die man eigentlich haben müsste. Hat ja was, oder? Es tut uns weh. Ich weiß, es tut uns weh. Aber wenn wir uns vor Augen führen,
dass ein Spindelecker mir deswegen in 3 Minuten auf 2 konkrete Fragen keine Antwort geben kann, dann können wir das darauf zurückzuführen, dass diese Leute ständig in einem Zwiespalt stecken müssen, was sie uns erzählen, dass wir als Öffentlichkeit hören dürfen, und was aber dahinter im Hintergrund diskutiert, besprochen wird oder abgewickelt wird. Das ist ja nicht ohne. Die stehen unter einem permanenten Druck. Und wo der Papst jetzt deren Immunität aufgehoben hat, wird der Druck natürlich noch größer. Und dass diese Geschichten mit diesen Polizeiverkehrskontrollen dann auch so enden, dass ich das letzte Mal, bei mir ist es manchmal so, dass ich fahre mit mehreren Autos, einmal mit einem deutschen Kennzeichen, dann mit einem slowakischen, dann mit diesem und mit jenem. Aber das letzte Mal, als ich von einer Rückreise vom Vortrag aus München zurück nach Österreich gekommen bin, habe ich mir erlaubt, die Ennstal-Strecke, also von Radstadt bis nach Liezen, als wie das offene Meer anzusehen, und bin relativ flott gefahren. Ja? Und zwar über doppelte Sperrlinien, ich habe bei Überholverbot überholt, ich bin 170 teilweise, aber ich bin auf Sicht gefahren, entschuldigen Sie bitte. Aber ich war unter extremem Zeitdruck. Na gut, ich habe natürlich nicht gesehen, dass mir in der Zwischenzeit ein motorisierter Exekutivbeamter entgegengekommen ist. Er ist irgendwann einmal dann hinter mir auftaucht, hat mich dann runtergeholt mit Blaulicht. Ich habe mich natürlich 100-mal entschuldigt, ich habe gesagt, ich weiß es nicht, ich hab nicht genau geschaut, ich war so beschäftigt mit dem. Jedenfalls, ich habe dann verhandeln können mit dem, wo ich normalerweise 1.000 Euro zahlen muss und man mir für 2 Monate möglicherweise den Führerschein wegnimmt, bin ich mit 75 Euro durchgekommen. Der stellt mir dann dort seinen Beleg aus, ich habe mich dann nachher gefragt, ob die Provisionen dafür kassieren. Weil es ist ja durchaus ökonomischer zu sagen, besser, ich kassiere gleich das Kleine, lieber ein Spatz in der Hand als die Daumen am Dach. Also ich laufe dem 3 Jahre lang im Verwaltungsverfahren nach, über alle möglichen Instanzen, erwischen ihn nicht, weil er ausländisches Kennzeichen fährt, und dann muss ich verzichten drauf, weil die Strafe nach 3 Jahren höher ist, nicht, laut Verwaltungsgesetz. Also das ist durchaus ökonomisch. Das ergibt aber alles einen Sinn. Dass mir in dem Zusammenhang viele Dinge passieren, das zeige ich dann jetzt dann noch abschließend. Aber wenn wir so über Israel reden und über diese Geschichten mit, wie funktioniert eine Zentralbank und was ist ihr Geschäftsmodell, dann kommen wir eigentlich drauf, dass der ganze europäische Kontinent umzingelt ist von der NATO. Und nicht nur das, sondern auch von lauter Krisenherden. Völlig wurscht, ob sie da von Nordafrika umgehen, Palästina, auf die Ukraine und jetzt mit Russland. Das heißt, wir sind eigentlich umzingelt von Krisenherden. Sagen wir, warum? Streiten wir so viel? Ist die EU ständig im Krieg? Weil die Leute kommen ja zu uns, die Flüchtlinge. Die destabilisieren ja Europa. Ja, warum machen die das? Weil der Rothschild den Euro zerbrechen will. Der will uns destabilisieren, damit er den Euro mit dem Dollar zusammenführen kann. Weil dann haben wir auch Währung. Dann hängen wir alle an der Währung und an dem Chip, so wie es die Schweden eh schon tun und wie es einige amerikanische Bundesstaaten auch tun. Also wir haben es da mit einer Dimension zu tun von Leuten, die gar nicht so viel sind, aber die einen Plan vor sehr langer Zeit ausgeheckt haben, der wirklich großartig ist. Und die haben unsere Medien so unter Kontrolle, dass ich ein Schreiben einmal kriege von einem Facebook-Freund, wo mehr oder minder, und zwar ein Schreiben vom Springer Verlag an die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, also in der ehemaligen DDR, wo die schreiben, nur für dieses Bundesland, dass sie vom Land beauftragt worden sind, Blocker einzusetzen, in dem Fall 640, auf Werkvertragsbasis, deren Aufgabe darin besteht, Desinformation im Netz zu verbreiten. Um die Bürger falsch zu informieren über diese Konfrontation, die sich da jetzt durchspitzt zwischen Russland und zwischen der NATO. Also das sind Ereignisse, wo ich mir sage, wie können wir das verhindern? Wir können es. Der hat es versucht. Der hat es versucht. Ich will jetzt nicht mehr näher auf dieses Thema eingehen. Aber ich habe einen Nationalratsabgeordneten in einem 6-Augen-Gespräch gefragt. Und wir sind dann auf eine folgende Besonderheit draufgekommen. Und besser gesagt, ich habe mich daran erinnert. Weil man hat über den Haider immer gesagt, dass er alkoholisiert war und zu schnell gefahren ist. Achso, das bin ja schon ich, das wollte ich jetzt gar nicht. Man
man hat mir von einer sehr nahestehenden Person, von ihm, habe ich dann einige Protokolle vom Rotkreuz, wie das damals abgelaufen ist, von Minute zu Minute, wer wann wo am Unfallort eingetroffen ist, welcher Notarzt, welcher Obduktionsarzt, und es ging dort beispielsweise um 4 Atteste, die gemacht worden sind, und davon haben 3 keine Alkoholisierung festgestellt. Und man weiß mittlerweile auch, weil man hat sich einen Bericht vom VW-Werk in Wolfsburg, die haben 2 Gutachten gemacht, die haben gesagt, es ist völlig unmöglich, dass dieses Auto, das war ein Phaeton, so aussieht nach diesem Unfall, wie das beschrieben ist. Aber Tatsache ist, man hat auch dort Unterlagen gefunden im Auto. Die sind aber dann verschwunden. Ich weiß das deswegen, weil ein italienischer Journalist, wo man ja nachher, ist ja das BMI ausgerückt und hat strengstes Verbot gegeben, ein Journalist Fotos gemacht hat, und zwar von vorher, bevor es verboten war. Und man hat auch verboten, diese Fotos zu verkaufen. Ich habe davon einige gesehen. Also es sind Dinge, die plötzlich auftauchen, wo ich mir als sagen wir mal so, durchschnittlich begabter Mensch so von normaler Verstandestätigkeit sage, das stimmt, das passt für mich nicht zusammen. Es ergibt einfach keinen Sinn. Ich bin jetzt deswegen nicht verrückt oder geistig unzurechnungsfähig, sondern ich kann ganz einfach sagen, es ist nicht schlüssig. Jetzt kann ich sagen, ja, aber was gibt es da für eine Erklärung? Und da sind wir gesessen, dann ist dieser Nationalsabgeordnete, Ex und ich, und ich habe gesagt, wissen Sie, wo sind wir jetzt auf das und auf das aufmerksam machen, fällt mir ja eins auf. Weil, wenn es so ist, dass der Heiler tatsächlich alkoholisiert war und wegen überhöhter Geschwindigkeit gestorben ist, dann verstehe ich die Aussage von unserem Bundespräsidenten Fischer nicht, der am selben Tag, also ein paar Stunden nach diesem Unfall, um 8 oder um 9 Uhr, es war glaube ich Samstagvormittag, ich habe es im Radio gehört, ist mir aufgefallen, so gesagt hat. Und ich habe es im Internet jetzt nachgelesen vor ein paar Wochen, ist es tatsächlich so. Der Fischer hat gesagt, ich hätte mir nicht gedacht, dass so etwas in Österreich möglich ist. Kannst du nachlesen, steht im Internet. Alkoholisierter, wegen überhöhter Geschwindigkeit oder Unfall stirbt. Was ist da unmöglich? Also, das hätte ich mir auch nicht gedacht. Sicherlich stellt man sich das immer wieder vor. Aber wissen Sie, wenn Sie in die Situation gedrängt werden, aufgrund merkwürdiger Verhaltensweisen von Landeshauptleuten, von Aufsichtsräten, von Generaldirektoren, von Bankmanagern und einfach eine natürliche, völlig normale Reaktion erwarten, wenn Sie den anschreiben, dass der irgendeine Antwort darauf gibt und Sie erleben, dass da null kommt, null, nämlich nicht einmal eine Wortmeldung. Keine Rückantwort, gar nichts. Dann fangen sie an, darüber nachzudenken, ob die was zu verbergen haben. So, nachdem die Gelegenheit von mir bekommen haben, ich habe ein Buch geschrieben, ne, das ist der erste Teil von Benzler gehabt, der zweite ist auch schon fertig, er ist jetzt nur in der Druckphase und wird bis Ende November ausgeliefert, aber wenn man sich das vorstellt, ich bin dann hergegangen und habe meine Erlebnisse da hineingeschrieben in dieses Buch, was ich mit diesen Banken so in dieser Zeit vom letzten Jahr im Winter bis heuer im Frühjahr gemacht habe. Und dafür wird man dann verfolgt. Da werden dann Beugehaftanträge gestellt. Und man wird dann im Internet denunziert, diffamiert. Man wird als Betrüger hingestellt, als dieses, als jenes. Das gehört aber zu diesem Konzept. Das FBI war bei meinem Chauffeur. Das glaubt man nicht. Ich habe heute, das ist so eine Marotte von mir, die ich seit dem Jahr 2001 habe. Ich will jetzt nicht näher auf die eingehen. Aber ich habe mir die ganzen Gesprächsprotokolle, die ich auch mit meinem Chauffeur hatte, angeschaut und ich bin plötzlich drauf gekommen, dass das wahr ist. Oder dann schickte mir irgendwann einmal jemand einen vertraulichen E-Mail-Verkehr über 7 Seiten, wo jemand, der bei der Cobra war, sich darüber äußert, was mir passieren wird. Ja, da fragen Sie sich wirklich, in was für einer Welt leben Sie? Und ich kann Ihnen sagen, in welcher Sie leben. In der gleichen wie vor 500 Jahren. In der gleichen. Weil was mache ich? Ich widerspreche nur dem allgegenwärtigen Glauben an den Wert des Geldes. Das mache ich. Ich sage, der Wert dieses Geldes ist so nichts wert. Und die Tatsache, dass wir überall bürgen und überall zahlen und arbeiten müssen, kann doch kein lebenswertes Leben darstellen, das mit dem übereinstimmt, was man uns in den Statuten der Menschenrechtskonvention oder in unserem Grundgesetz, in der Verfassung verspricht, nämlich ein Recht auf Freiheit, Unabhängigkeit und Glückseligkeit. Und dann müssen wir uns aber darüber den Kopf zerbrechen, wie viel Burnout-Kranke das wir haben, welchen Stress wir ausgesetzt sind. Und dass wir eigentlich nur
schuften, die ganze Zeit. Wir rennen nur, um die zu bedienen. Also das ist eine sehr unangenehme Erfahrung gewesen. Jeder kennt die Gudrun, wo ist sie denn jetzt da? Weg? Ihr müsst euch vorstellen, die haben mir innerhalb eines Monats, ich habe 5 Server, deswegen sind es insgesamt 81, aber es waren 17 oder 18 Klagen. Innerhalb eines Monats. Das muss man sich vorstellen, mit was für Institutionen wir es da zu tun haben. Und dann komme ich drauf, dass diese Leute, die haben uns ja auch verfolgt, deswegen hatte ich auch eine Zeit lang meinen Personenschutz im Einsatz. Ne? Die sind ja mit mir immer mit 2, 3 Autos mitgefahren. Ich bin ja dann immer wieder umgestiegen, auf Autobahnstationen oder in die Garagen steigt man dann um, damit der nicht weiß, ob man dann dort noch drinnen ist. Nicht? Weil die wollten mich ja wirklich dingfest machen, beugehaft verhängen und nicht nur meine Aussagen zurücknehmen, sondern mich mehr oder weniger beugen. Deswegen heißt es ja beugehaft. Aber die haben mich ja verfolgen lassen. Ich hatte Verfolgungsjagden in der Nacht über Bauernhöfe, wo sie mich nach Veranstaltungen mit mehreren Fahrzeugen und mehreren Leuten verfolgt haben. Jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Wir wollten klären, oder die haben es eigentlich selbst gemacht. Warum macht man sowas? Weil die haben 4.500 Euro ausgegeben für diese Observanten, die mich verfolgt und beschattet haben. Wisst ihr, was die Erklärung war? Die haben gesagt, naja, wir haben das Buch bestellt, Bankster Club, im Internet, und wir haben es aber nicht erhalten, und deswegen mussten wir Detektive beauftragen, die auf die Veranstaltung fahren und dort das Buch kaufen. Das steht wörtlich drinnen. Und jetzt sage ich Ihnen eines, wenn alle Banker so arbeiten, dass sie für ein Buch, das 25 Euro kostet, 4 Detektive und 2 Autos um 4.500 Euro rausschicken, dann wundert mich nicht, dass die alle pleite sind. Ja, es ist so. Das sind nur Fotos, die wir dann gemacht haben, in der Nacht beispielsweise von den Leuten, weil wenn sie mit 3 Autos unterwegs sind, dann fahren 300 Meter hinter ihnen, fährt einer und 300 Meter vor ihnen. Das ist so, weil die beobachten dann, was ist vorher und was ist hinterher. Nicht? Deswegen passiert es mir auch manchmal, dass ich etwas zu schnell fahre, weil ich ja gleichzeitig auch, wenn ich alleine unterwegs bin, prüfe, wer mich verfolgt. Weil sie müssen ja mein Tempo aufnehmen. Also da haben sie den E-Mail-Verkehr, den SMS-Verkehr mitten in der Nacht, wo ich einigen Leuten in einem Rund-SMS geschrieben habe, dass ich verfolgt werde. Ich habe da etwas ganz bewusst gemacht, und ich freue mich auch schon auf die Klärung dieser Frage, wenn ich endlich einmal mich mit diesen Herrschaften dann auseinandersetzen kann, weil ich habe derzeit noch keine Zeit, was da wirklich passiert ist. Aber das muss man sich vorstellen. Eine Minderheit ist in der Lage, uns unter Kontrolle zu halten. Und plötzlich fallen einem diese Zitate von einem Jefferson, von einem Washington, von einem Lindbergh, von einem Lincoln, von einem Kennedy. Plötzlich ergibt es einen Sinn. Also es gibt plötzlich einen Sinn. Und die Tatsache, dass wir seit den 60er Jahren niemanden mehr hatten, der gegen diese amerikanische Zentralbank und die dahinterstehenden Leute eine Alternative angeboten hatte. Der Bobby Kennedy war der Letzte, der das im 68er noch wollte, aber wir wissen, was dem dann passiert ist, weil der ist ja dann auch bei einem Attentat ums Leben gekommen. Da muss man sich vorstellen, mit was für einer Organisation wir es da zu tun haben. Weil die reichen von ganz oben bis zu einer kleinen Sparkasse, die 0,3% der Bilanzsumme hat, mit ihren 14 Milliarden gegenüber der US-Zentralbank, aber die arbeitet haargenau gleich. Und die arbeiten auch so wie eine Raiffeisen. Da werden Betriebe ruiniert, die Leute enteignet, die sitzen auf der Straße mit ihren Kindern und der Betrieb gehört der Bank. Da merkt die Frau sein Beispiel, völlig richtig. Völlig richtig. Und den bewundere ich, weil er erinnert mich an einen Ritter wie vor 300 oder 400 Jahren, der unbeugsam kämpft. Und er ist nicht der Einzige, glauben Sie mir. Wer, der Peter Meck, die Frau? Die Rocco GmbH war das. Ja, jetzt habe ich länger geredet, als eigentlich geplant war. Ich hoffe, die Zeit war kurz für euch. Ich
Wie soll ich denn sagen? Ich hab's mir so angewöhnt oder ich bin so ausgebildet worden, einen Vortrag meistens mit irgendeinem Zitat zu beenden. Ich möchte gerne den Witz erzählen, den ich schon mal erzählt habe. Jetzt aber nicht den von der Pressekonferenz, wo ich gesagt habe, kommen Sie zu uns, Sie haben das Geld und wir die Erfahrung und in 6 Monaten haben wir das Geld und Sie die Erfahrung. sondern einen anderen Witz. Weil der nämlich gerade zum Thema passt. Da kommt der Kali von der Schule nach Hause und erzählt dem Papa, dass er heute die Demokratie durchgemacht hat. Aber er hat es nicht so richtig verstanden, weil da gibt es ja 3 Kräfte, die Judikative, Legislative, Exekutive, aber das hat er nicht so richtig durchschaut, weil in dem Alter hat man noch kein Latein und hat dem Papa gefragt, du Papa, jetzt kannst du mir das erklären, wie das läuft in einer Demokratie? Und der Papa sagt, du Kali, das ist ganz einfach, aber es sind mehr Kräfte als nur 3. Eine Demokratie besteht einmal in erster Linie, wenn wir es jetzt mit unserer Familie vergleichen, ist das jetzt das Pentagon oder die NSA im Einsatz? Und der Vater sagt zum Kali, weißt du, die Demokratie besteht eigentlich aus 5 Bausteinen, wenn man das mit unserer Familie jetzt vergleicht. Nämlich die erste Kraft in einer Demokratie, das ist das Kapital und das bin ich. Die 2. Kraft in einer Demokratie, das ist die Regierung und das ist in dem Fall jetzt da die Mama. Die 3. Kraft in der Demokratie ist die Justiz. Sagen wir jetzt ganz einfach, das ist der Opa. Die 4. Kraft in einer Demokratie ist das Volk. Oder die, sagen wir, die Arbeiterklasse. Sagen wir einfach, das ist jetzt die Rosa, unser Kindermädchen. Du bist das Volk und dein Bruder, der 6 Monate alte Peter, der ist die Zukunft. So. Karl ist begeistert. Kapital, Regierung, Arbeiterklasse, Justiz, Volk, okay. Er geht liegen, in der Nacht wird er aufgeweckt, weil sein kleiner Bruder neben ihm im Gitterbett liegt mit seinen 6 Monaten und die Hosen fallen und schreit. Der Kali wacht auf, steht auf und will den Papa und die Mama suchen und hört aus dem Zimmer im Vorraum, wo die Rosa drin schläft, das laut ist. Jetzt schaut er rein und sieht, wie der Papa mit der Rosa seine Liebelei macht und beobachtet aber auch, wie der Opa dabei zuschaut, hinter dem Vorhang. Geht aus, will zur Mama rennen, die Mama liegt im Bett und schläft und grunzt. Legt er sie wieder hin und denkt sich, okay, offenbar funktioniert das da daheim. So, in der Früh steht er auf und kommt mit dem Papa beim Frühstück wieder ins Gespräch und sagt, du Papa, ich habe jetzt kapiert, wie das mit der Demokratie läuft. So, sagt er, ja, das ist, ich war aber etwas erschrocken. Ich, ja, warum? Naja, also ich bin in der Nacht aufgewacht, weil der Peter in die Hosen geschissen hat. Nicht? Aber was ist passiert? Ich stehe auf und sehe, wie das Kapital die Arbeiterklasse vergewaltigt. Die Justiz schaut dabei zu hinterm Vorhang. Die Regierung schläft im Bett. Das Volk wird ignoriert und die Zukunft liegt in der Scheiße. So. Also in diesem Sinne.